immer wieder gewinnen Wirtschaftsinteressen über Bürgerinteressen und Brüssel hat ein besonderes Problem damit. Es geht deswegen so sehr um unsere Daten, weil die Wirtschaft uns gerne in der Hand hat als Konsumenten, weil aber auch die staatlichen Behörden uns gerne unter Kontrolle haben als Sicherheitsbehörden oder Geheimdienste oder wie auch immer. Und deswegen, weil Wissen Macht ist, ist der Kampf um die Daten eigentlich so wichtig, weil es geht um die Balance in einer digitalisierten Gesellschaft, in der man nicht mehr so privat ist wie früher und dementsprechend, in der man auch viel mehr ausgeliefert ist, der Einflussnahme von Seiten der Wirtschaft und von der Kontrolle von Seiten des Staates. Was für eine Übermacht von Lobbyisten da ganz vereinzelten Datenschützern gegenübersteht. Und das ist ja auch nicht nur beim Datenschutz so. Jetzt im Moment wird gerade die sogenannte E-Privacy-Verordnung verhandelt. Da geht es um den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation. Genau dasselbe, die Verlage versuchen durchzusetzen, dass sie ohne unsere Einwilligung Daten für Werbezwecke erheben dürfen. Wir haben dieses Jahr erlebt, die Abstimmung über die Urheberrechtsreform, da haben die Lobbyisten Upload-Filter durchgedrückt, das heißt, dass alles, was man ins Internet lädt, künftig automatisch kontrolliert werden soll. Wir haben Abstimmungen zu CETA erlebt, ganz Europa war dagegen, es wurde trotzdem durchgewunken. Es war eigentlich sogar ein Stück weit die Wirtschaft selber, die das eingefordert hat. Wir hatten vorher nämlich eine europäische Datenschutzrichtlinie, die hat nur einen Rahmen gesetzt und die Wirtschaft sagte, wir wollen eigentlich gar nicht mehr, dass jeder Staat ein eigenes Datenschutzgesetz hat, sondern wir wollen in ganz Europa eine verbindliche Vorgabe. Deswegen hat man eine Verordnung gemacht, die ist überall direkt anwendbar und wird dann nur noch in Teilbereichen ergänzt im Endeffekt. Aber natürlich wollte man nach dem NSA-Skandal auch den Datenschutz stärken, weil das hat, glaube ich, jeden aufgerüttelt. Und ich glaube, dass damals auch die Wirtschaft eingesehen hat, oha, die Verbraucher vertrauen uns nicht mehr. Das schadet unseren Umsätzen, wenn die Leute nicht mehr im Internet einkaufen, weil sie kein Vertrauen mehr haben. Deswegen ist es doch gut, wenn ihr die Verordnung mal zu Ende bringt. Ich glaube, dass vielfach die Menschen dann resignieren, wenn sie keine Wahl haben, wenn sie nichts machen können, weil sie nicht gefragt werden. Sie können nur unterschreiben, die Erklärung, die sie ihnen vorhalten. Wenn sie eine Wahl hätten, wenn es Einstellungsmöglichkeiten gibt, dann wird es sehr viel interessanter. Und genau da, denke ich, müssen wir auch hinkommen, dass die Menschen eine Auswahl haben, sich entscheiden können, dass sie zum Beispiel von den großen Internetgiganten wechseln können zu alternativen Diensten und trotzdem ihre Freunde mitnehmen können. Wenn ich telefoniere und habe einen Vertrag mit der Telekom, kann ich zum anderen Anbieter wechseln, der vielleicht datenschutzfreundlicher ist und kann trotzdem noch telefonieren mit meinen Freunden und Bekannten. Aber wenn ich einen Messenger nutze zum Beispiel oder ein soziales Netzwerk und wechsle da zu einem datenschutzfreundlichen Anbieter, bin ich total abgeschnitten von meinem Umfeld. Das kann ja nicht richtig sein. Deswegen, das nennen wir Interoperabilitätspflicht, wäre es aus meiner Sicht nötig, auch da einen Standard einzuführen, sodass die verschiedenen sozialen Netzwerke, die verschiedenen Messenger miteinander reden können, sodass man eben auch umziehen kann. Erst wenn sie die Wahl haben, werden die Menschen sich auch dafür interessieren, welcher Dienst ist datenschutzfreundlicher. Das wäre meine Einschätzung.